One, two, three. Okay, ich grüße euch. Hier ist Ingo Gutmann. Und heute zeige ich euch einen Rhythmus, einen tänzerischen Rhythmus. Es ist kein besonders lauter Rhythmus. Er ist smooth und miteinander. Es ist kein Kracher. Ein spielerischer, tänzerischer Rhythmus. Ich mache euch den nochmal vor und dann gehen wir ihn gemeinsam durch. Okay, das ist es. Also was passiert? Die Haupthand beginnt. Ich mache euch mal das Wichtigste erstmal in dem Rhythmus vor. Also die Haupthand hat einen soften Bassschlag und dann mit der Nebenhand kommt drei Schläge mit den Fingern. Das ist jetzt ungewöhnlich für einige von uns, ja, von euch. Mal langsam. Dabei bleibt der kleine Finger auf der Trommel liegen, damit die Schläge schön trocken sind. Und die Hand ist weit genug drinne. Ja, ihr hört's. Das muss trocken sein. Langsamer. Ich versuche es noch etwas langsamer zu machen. Okay, also es beginnt mit der Haupthand. Ein softer Bass, dann die drei Schläge und dann die Finger bleiben liegen und es folgt ein ganz, ganz softer Slap. Ein ganz so watschig, ja, also keine scharfe Sache. Das ist das, was du daran üben musst. Das ist das Herausfordernde, würde ich sagen, an dem Rhythmus. So, also das sind die ersten Schläge. Und dann kommt ein offener Bass, zwei offene Bässe. Und dann kommt mit der Nebenhand in ganz softe Höhe, ganz soft, und zwar so. Wirklich soft. Und dann kommt noch ein Bass und noch eine Höhe, die auch sehr soft ist. Wobei die Hand da wieder liegen bleibt, und zwar. Ich persönlich spiele natürlich mit den letzten Tönen herum. Das Kernstück des Rhythmuses ist, das ist das, der Kernstück des Rhythmuses, das Herz des Rhythmuses. Und die anderen Schläge sind hinzugefügt und auch willkürlich. Manchmal zwei Schläge im Bass und dann oder ein offener Bass, offene Höhe zum Schluss. Also ich spiele euch den Rhythmus nochmal insgesamt vor. Und ich lasse aller zweimal, lasse ich die Höhe sogar weg und spiele dann Stummschlag, damit es ein bisschen eine längere Struktur wird. One, two, three. Das ist der ganze Rhythmus. Womit du dich beschäftigen musst, ist nochmal. Kannst du auch auf der Höhe machen.
du siehst schon, ich verschiebe meine Hand. Der Sound ändert sich dadurch. Du musst für dich rausfinden, welche Stelle für dich gut geht. Ja. Wenn es für dich einfacher ist, kannst du auch erstmal nur zwei Schläge machen. Dann wird es halt mehr triolisch. Aber mit Ziel auf drei. Auf drei, damit es ein runderer Wirbel wird. Ja? Nicht Wirbel, ein runderes Brrrt. Ja? Das übe. Und nochmal, das ist kein lauter Rhythmus. Die Schläge, die jenseits des Brrrt sind, müssen in der gleichen Lautstärke sein, sonst krachen die anderen zu sehr rein. Okay, das ist es. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rhythmus. Ja. Lasst euch auf den Tanz ein. Brattendingandin, dick brattendingandin. Brattendingandin, ga brattendingandin. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Trommeln.